Typ müsste total mutig sein. Er darf kein Risiko scheuen. Muss genau wissen, was er will. Und darf keine falsche Rücksicht nehmen. Und sollte immer das Letzte aus sich rausholen. Muss cool und rasant sein. Ich habe gerade meinen eigenen von der Schule Abholrekord gebrochen. Um 10,4 Sekunden. Mut zum Risiko und keine falsche Rücksicht. Man muss nur wissen, was man will. Cool und rasant. Ist was? So kommt er mir nicht in den Wagen. Klasse, Papa. Echt vorbildlich. Wie viele hast denn du schon? 4 und du? Ich habe gerade mal 3. Nicht vor? Aber nicht lachen. Versprochen. Also Lisa Simpson, Miss Marple und Hermine Granger. Also die Freundin von Harry Potter. Aber die sind ja alle nur erfunden. Na, gerade darum finde ich sie ja auch so cool. Lies mal deine vor. Okay, James Bond, Tom Cruise, Eminem und Albert Einstein. Wieso ausgerechnet Albert Einstein? Weil der auch eine 4 in Mathe hatte. Spinner. Eigentlich habe ich gar kein Vorbild. Ehrlich? Weißt du, ich möchte gar nicht so sein wie Tom Cruise, sondern einfach nur Felix Wolkenfuß. Willst du einen Aufsatz über dich selber schreiben? Thema, mein Vorbild bin ich. Das wäre wohl eine glatte 5. Ja. Ich möchte auch mal wissen, was Rollo als Vorbild hat. Vielleicht Lassie? Nee, den Hund von Baskerville. Du, Eddie? Mhm. Als du noch jung warst. Ich hör mal, ich bin immer noch jung. Okay, als du noch jünger warst, hattest du da ein Vorbild? Klar, ich hatte viele. Ja, und welche? Also mit 7 war es eine berühmte Tänzerin, mit 10 wollte ich wieder Jan Fossi Gorillas retten und mit 12 bin ich voll auf Whoopi Goldberg abgefahren, mit 18 dann auf deinen Vater. Naja, und heute? Also heute hätte ich gern die Figur von Claudia Schiffer, die Intelligenz von Madame Curie und die Kohle von Boris Becker. Kannst du mal ernst bleiben? Worum geht's denn? Naja, ich brauche ein Vorbild und zwar bis nächste Woche. Ich glaube, da musst du dir eine andere suchen. Das glaube ich auch. Ihr habt echt Glück. Wir haben den Aufsatz Mein Vorbild schon vor 2 Jahren geschrieben. Und wenn ihr clever seid, erspart ihr euch eine Menge Stress. Oh Mann, Lücke, wir können doch nicht einfach irgendein Vorbild klauen. Wer redet denn von klauen? Das kostet natürlich was. Und wie viel? Kommt auf das Vorbild drauf an. Also, total günstig sind zum Beispiel die Klitschko-Brüder. Hat eine 3-, würde ich euch für 5 Mäuse überlassen. Nee, danke. Wen hast du noch? Steffi Graf mit einer glatten 2. Paul McCartney, 2-. Und das absolute Highlight, Albert Schweitzer mit einer glatten 1. Wer ist denn das, Albert Schweitzer? Ach, so ein Urwalddoktor. Hat eine Menge Gutes getan. Darauf fahren die Pauker total ab. Also eine 1 könnte ich echt gut gebrauchen. Wie viel willst du denn dafür haben? Der Urwalddoktor ist satte 12 Mäuse wert. Spinnst du? Das ist ja fast ein halber Monat Taschengeld. Ja, na gut. Dir überlasse ich ihn für 10. Ach komm, Felix, wir suchen uns ein eigenes. Ist auf jeden Fall billiger. Frau Engelbrot, könnten Sie diese Akten für mich ablegen? Sehr gern, Herr Doktor. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Nö, danke. Doch, stellen Sie sich vor, Sie wäre meine Tochter. Wieso wollen Sie mich adoptieren, Herr Doktor? Das ist eine rein theoretische Überlegung, ja? Ach so, ich verstehe. Also, Sie wären meine Tochter. Könnten Sie sich vorstellen, ich wäre ein Vorbild für Sie? Als Mann, als Arzt, als Mensch oder als Wissenschaftler? Machen Sie es doch nicht so kompliziert. Ja oder nein? Nein, ja. Nein, ja. Ich verstehe das nicht. Da sucht Felix wie wild nach einem Vorbild für seinen Aufsatz. Oder sieht er den Wald vor lauter Bäumen nicht? Und der Wald bist sicherlich du. Mann, es liegt auf der Hand, dass da ein Sohn an seinen Vater denkt, oder? Aber jetzt mal ehrlich, bei Vorbild hast du da an deinen Vater gedacht? Ja, nein, aber ich bin ja auch ein ganz anderer Vater als mein Vater. Besser. Anders. Also ich bin jedenfalls froh, dass Johnny mich nicht als Vorbild haben will. Also das stelle ich mir ganz schön stressig vor und das habe ich sowieso genug. Na klar, bei Müttern ist das ja auch was anderes. Mhm. Aber wenn jemand das Zeug hat zum Vorbild, dann die Väter. Alter Macho! Na guckt euch das an! Die beiden Kleinen wollen auf die andere Straßenseite und niemand kümmert sich. Entschuldige mich bitte, ja. Was hast du vor, Papa? Helfen! Na ihr Kleinen, was ist denn? Wollt ihr auf die andere Straßenseite? Helfen! Nach links gucken, ein Auto, siehst du? Rechts gucken, jetzt gehört das. So. Hey, was machen Sie da? Lassen Sie sofort meine Kinder los. Aber ich wollte doch nur... Sag mal, was ist denn plötzlich mit deinem Papa los? Wieso? Gestern hat er mir sogar die Tür aufgehalten und mein Hinterrad aufgepumpt. Stimmt. Neuerdings macht er ständig auch Vorbild. Ich glaube, er will unbedingt in meinen Aufsatz reiten. Ein Papa als Vorbild? Wer war denn das? Niemand! Hi, Papa!
fahren. Johnny, mein Schätzchen. Wie lange haben wir uns nicht gesehen? 3 Jahre. Ja, wirklich? Kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Hallo, Edwina. Was machst denn du hier? Ja, ich wollte euch endlich mal wiedersehen. Ich meine, ich wäre schon viel früher gekommen, aber war immer unterwegs. Afrika, Südamerika, Indien. Aber dann, als Johnnys Anruf kam... Anruf? Willst du nicht erst mal reinkommen? Gern, wenn man mich lässt. Vorsicht, bissig. Quatsch, Rollo, beißt nicht. Leider. Edwina, deinen Humor, den habe ich schon früher geliebt. Na du? Der riecht ja noch gar nichts. Was ist? Wollen wir gute Freunde werden, Bodo? Freunde wissen, wie ich heiße. Komm rein. Ja. Ja, dann geh durch. Okay. Wir beide machen erstmal Kaffee. Sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen, Paul einfach einzuladen, ohne mir vorher Bescheid zu sagen? Bleib doch mal cool. Ich meine, er ist immer mein Vater. Du, das weiß keiner so gut wie ich, glaub mir. Ich will einfach mal wissen, wie das ist mit einem Vater. Ach, auf einmal. Na, warum denn nicht? Johnny, da steckt doch noch was anderes dahinter. Ich kenne dich doch. Naja, also ich brauche immer noch ein Vorbild für meinen Aufsatz. Da fällt dir ausgerechnet Paul ein? Ich glaub's ja nicht. Ich weiß, dass du immer noch sauer auf ihn bist, weil er damals abgehauen ist. Aber vielleicht hat er sich ja jetzt geändert. Gib ihm doch mal eine Chance. Mir zuliebe. Deinem Aufsatz zuliebe. Das ist ja eine Überraschung. Schön, dich zu sehen, Karin. Das ist übrigens mein Sohn Felix. Hallo, Felix. Schau dich ruhig schon ein bisschen um hier, ne? Ja. Sag mal, was treibt dich denn hierher? Hast du Sehnsucht nach deiner alten Kumpelin oder willst du etwa reiten lernen? Um Gottes Willen. Ich wollte dich bitten, meinem Sohn Felix ein paar nette Dinge über mich zu erzählen. Ich muss ein bisschen bei ihm punkten, du verstehst, ne? Ah, ja, das mache ich doch gerne. Alter Junge, wo wir beide früher so viel Mist zusammen verzapft haben. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du den Mist weglassen und eher das Positive betonen könntest, ne? Ja, mache ich. Verlass dich auf mich. Sag mal, Felix, weißt du denn eigentlich, dass dein Papa ein ganz prima Kumpel ist? Ach ja? Ja, als wir zusammen zur Schule gegangen sind, du, da habe ich mal den Lehrerstuhl mit Sekundenkleber eingeschmiert und da ist unser Mathelehrer mit seinem fetten, labertesten voll kleben geblieben. Mann, hat der einen Aufriss gemacht. Der hat mich voll in die Zange genommen. Au Backe. Das dachte ich auch zuerst. Aber dann stand plötzlich dein Vater auf und hat gesagt, ich war's. Ehrlich? Ja. Und weil ich bei den Paukern keinen Stein im Brett hatte, sondern er, hat er nur 2 Stunden nachsitzen müssen und einen Brief an die Eltern mitbekommen. Und das hat er alles freiwillig auf sich genommen, ja? Bloß damit ich nicht von der Schule fliege. Mann. Cool, Papa. Sag mal, kannst du eigentlich reiten? Reiten? Natürlich. Ich bin quasi im Sattel groß geworden. Wir sehen uns halt später, ne? Das muss ich unbedingt sehen. Nicht jetzt. Ich habe gar keine Zeit. Oh, komm, Papa, bitte mir zuliebe. Er darf doch, oder? Ja, warum nicht? Ja, keine Sorge, Aladdin ist ein ganz braver Gaul. Tja, dann. So, Mann. Ne? Oh Mann, das wird ein hartes Stück Arbeit. Für das Pferd. Ist er nicht süß? Wer jetzt, dein Vater oder der Wagen? Der Wagen. Bist du jetzt beruhigt? Ich will ja nur, dass du dir keine Illusionen machst, weil du nachher sowieso enttäuscht bist. Ach, reg dich ab, Eddie. Ich kann ganz gut selbst rausfinden, was an jemandem dran ist und was nicht. Na, hoffentlich. Ich konnte es damals nicht. Ich bin voll auf ihn abgefahren. Ist ja auch ein total netter Typ. Tja, darf ich mir erlauben, die Damen zu einer kleinen Rundfahrt einzuladen? Mit Zwischenstopp zum Essen? Oh ja. Tut mir leid, ich muss leider arbeiten. Schade. Anschnallen. Jo. Dina, ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber du weißt ja, die Banken machen erst morgen früh auf und ich dachte, dass du... Danke. Jo, dann wollen wir mal. Tschüssi. Wiedersehen. Ist das Ihre, das Prachtstück, Frau Doktor? Was jetzt, der Mann oder der Wagen? Beide.
Tut mir leid, dann muss ich Sie enttäuschen. Mir gehört das Kind. Mhm. Hey, guck mal, das ist ja Aladdin. Wo hat er den Papa gelassen? Keine Sorge, der kommt schon noch. Mensch, Papa, da bist du ja. Was ist denn passiert? Ach, was für der arme Gaul. Der hat mich die ganze Zeit rumgeschleppt. Da habe ich mir gedacht, der soll sich auch mal erholen. Ich steig mal ab. Du glaubst gar nicht, wie sehr der sich gefreut hat. Weißt du, Papa, das war echt vorbildlich. Ja? Findest du? Total. Hi, Eddie! Schade, dass du nicht mitgekommen bist. Es war echt lustig. Ja, sieht man auch. Paul kann voll komisch sein. Wem sagst du das? Oh, oh, ich glaube, wir sind ein bisschen zu früh nach Hause gekommen. Eigentlich nicht, du musst dir doch noch ein Hotelzimmer suchen. Ja, das habe ich total vergessen. Also dann kleines. Nein, warte mal. Wieso kann Paul nicht hier schlafen? Hier ist doch überhaupt kein Platz. Na, er kann doch auf dem Sofa pennen. Aber da schläft doch schon der Hund. Genau. Lass mal, ist schon okay. Ist, glaube ich, besser, wenn ich mir ein Zimmer suche. Zur Not kann ich auch im Auto schlafen, weißt du, oder auf einer Parkbank. Schon okay. Aber bleib doch mal hier, Eddie, sag doch mal was. Okay, er kann ja schlafen. Ja. Prima, dann hole ich kurz die Sachen aus dem Auto. Aber dein Bett machst du alleine. Der gefällt dir wohl richtig gut, ha? Ja, klar. Übrigens, Paul hat mir gesagt, dass er für viele große Zeitschriften schreibt. Ach, also ich habe noch nie was von ihm gelesen. Er schreibt unter einem Pseudonym. Paulchen Panther? Ach, mein Eddie. Ich weiß nicht, sag mal, du kennst ihn doch gar nicht. Willst du ihn wirklich als Vorbild für deinen Aufsatz nehmen? Ja, wieso denn nicht? Licht aus. Du bist das. Na, wer denn sonst? Paul? Paul, wach mal auf. Oh. Edwine, das ist ja eine Überraschung. Mm. Sag mal, weißt du, warum du hier bist? Klar, weil Johnny mich eingeladen hat. Sie will endlich mal wieder ihren Vater sehen. Ja, das ist aber nur der halbe Grund. Die andere Hälfte ist, sie braucht dich für ihren Aufsatz. Für was? Ja, die schreiben in der Schule einen Aufsatz mit dem Thema Mein Vorbild. Rutsch mal ein Stück. Und weil nun alle Kinder über ihre Väter schreiben, will sie das jetzt auch tun. Ich als Vorbild? Ja, blöd. Das ist großartig. Also ich find's blöd. Na, wie auch immer, du kennst ja, wenn sie sich einmal was in den Kopf gesetzt hat, dann kriegst du es nicht wieder raus. Naja, das hat sie von dir. Sag mal, kannst du dich einmal, wenigstens solange du hier bist, vorbildlich verhalten? Kriegst du das hin? Das ist doch selbstverständlich, Edwina. Enttäusch sie nicht, ne? Ach, das ist lieb von Ihnen, dass Sie mir bei diesem Mammut-Einkauf helfen. Allein würde ich das nie wegtragen können, jetzt wo Johnny immer mit Ihrem Vater unterwegs ist. Donnerwetter, Frau Doktor. Bei Ihnen sieht's ja aus wie ein Blumenladen. Ist das alles von Ihrem Mann? Das ist nicht mein Mann. War's nie und wird's auch nie werden. Na, Frau Doktor, das würde ich mir noch mal überlegen. Der Mann ist eine Seele von Mensch. Wie er mit ihrer Tochter umgeht und sie mit Blumen überhäuft. So ein Prachtexemplar bekommt man nicht alle Tage. Wissen Sie, was dieses Prachtexemplar macht? Kauft Blumen und Geschenke auf Rechnung und schickt dann die Rechnung an mich? Ups. Ja, das ist natürlich nicht die feine englische Art. Nee, das kann man so sagen. Hier, für Sie. Für mich? Mhm. Viel Spaß damit. Aber wollen Sie die nicht lieber behalten, Frau Doktor? Sie haben sie doch schließlich bezahlt. Nein, danke. Felix? Englische Mathe. Martin Luther King. Hallo, Papa. Suchst du was? Tolles Buch, ne? Toller Typ, dieser Martin Luther King. Also wie der für die Rechte der Schwarzen gekämpft hat, das finde ich total mutig. Oh ja, 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 ja. Hast du vor, ihn zu nehmen für deinen Aufsatz? Oh, wäre doch immerhin ein gutes Vorbild, oder? Natürlich. Aber wäre es nicht klüger, wenn du ein Vorbild suchst in deiner unmittelbaren Umgebung? Warum? Ja, warum? Weil es dann leichter wäre, so einem Vorbild nachzueifern.
Mensch, Papa. Hier und hier und hier und hier und hier. Ja, ich verstehe das gar nicht, weil die haben mir doch versprochen, die Rechnung erst am Monatsende zu schicken. Hm, weil dann die Überraschung größer ist, ne? Nein, weil... Weil du dann wieder über alle Berge bist. Nein, Edwina, du bekommst dein Geld zurück. Versprochen. Nur ich habe im Moment einen Engpass. Das ist mehr so ein lebenslanger Engpass, ne? Mann, das war doch früher so schön mit uns. Warum haben wir eigentlich nicht geheiratet? Paul, du siehst gut aus, du bist charmant, du bist der Traummann schlechthin. Allerdings nur für die guten Tage des Lebens. Kaum wird es schwierig, bist du weg. Verstehe. Du kannst mir nicht verzeihen, dass ich damals vor der Geburt von Johnny abgehauen bin, stimmt's? Verzeihen schon, aber eben auch nicht vergessen, ne? Na, jetzt bist du sauer, dass Johnny mich als Vorbild nominiert hat. Nicht sauer. Ein bisschen enttäuscht vielleicht. Ich dachte, die wäre halt cleverer als ich, unsere Johnny. Wirst du denn Johnny alles sagen? Kein Wort zu Johnny. Danke, das ist sehr anständig von dir. Du, und wenn du wieder unheimlich imponieren willst, ob du dir dann was Preiswertes einfallen lässt? Versprochen. So. Wo ist denn bloß dies? Muss ja schon angefangen haben mit diesem verflixten Aufsatz. Martin. Mahatma Gandhi. Oh, Backe. Was kommt denn als nächstes? Ach, Johnny, übrigens, als ich letztes Jahr in Afrika war, für die New Sunday Times, da ist mir was ganz Verrücktes passiert. In der Nähe von einem Dorf haben wir unser Lager aufgeschlagen. Die Kinder der Dorfbewohner, die fanden das natürlich so interessant, die waren jeden Abend bei uns, ne, am Lagerfeuer. Nicht mal eines Abends, wir saßen wieder da mit den Kindern, haben unser Essen mit denen geteilt, da höre ich ein verdächtiges Geräusch. Ich drehe mich ganz vorsichtig um und was sehe ich? Was sehe ich? Einen gewaltigen Tiger, der unser Lager schlich. Ja, ich griff sofort zum Gewehr. Aber du hast doch nicht etwa den armen Tiger... Was? Nein. Ich habe das Gewehr, das habe ich versteckt. Weil damit ja keiner den Tiger erschießen kann. Ich habe dann aber so einen brennenden Ast aus dem Feuer geholt und bin direkt auf den Tiger zu. Ganz alleine? Nein, ich musste ja. Die anderen haben sich ja alle in dem Lager verbarrikadiert. Wir standen Auge in Auge, der Tiger und ich. Er starrte auf den brennenden Ast. Er überlegte. Langsam, ganz langsam ging er rückwärts. Und als ich ihn weit genug weg hatte vom Dorf und vom Lager, da schrie ich ihn an, jetzt hau in den Mann! Und er weg, waff! Wahnsinn! Ja, das war knapp, du. Die Dorfbewohner, die haben mich gefeiert wie ein Helden, ne? Haben gesagt, ich wäre der große Zauberer. Ehrlich? Ja, aber... Ich bin ein super guter Typ. Ein super guter Typ. Edwina? Nein, ich bin nicht Edwina, ich bin... Paul. Ihr Wolkenfuß. Angenehm. Ach, dann sind Sie der Vater von Felix. Und Sie der Vater von Johnny, ne? Ja. Ich schätze, wir haben das gleiche Problem, ne? Edwina? Nein, nicht Edwina, den Aufsatz unserer Kinder. Ach ja, deswegen wollte ich nämlich auch mit Edwina reden. Wissen Sie? Ich verstehe. Tun Sie doch einfach so, als ob ich Edwina wäre. Warum nicht? Also, ich habe natürlich gehofft, Felix würde mich aussuchen als Vorbild. Und jetzt wollen Sie nicht mehr? Doch, aber Felix kann sich offensichtlich nicht entscheiden. Momentan konkurriere ich mit Martin Luther King und Mahatma Gandhi. Ist das etwa gerecht? Nein, das ist nicht gerecht. Zumal Sie den beiden etwas ganz Entscheidendes voraus haben. Ja. Was denn? Naja, die beiden sind tot. Und sie leben. Daran habe ich ja noch gar nicht gedacht, richtig. Und wie sieht's bei Johnny aus in Sachen Vorbild? Ich glaube, ich bin schon nominiert. Sie? Mhm. Kann sich aber schnell ändern, ne? Stimmt. Deswegen hätte ich auch eine Bitte. So von Vater zu Vater, vielleicht können Sie mir da helfen. Helfen? Wobei? Ich bräuchte eine Heldentat. Wissen Sie, da dachte ich mir, wir inszenieren einen Überfall auf Sie und ich rette Sie da. Ah. Sie wollen Johnny was vormachen? Ja. Wie weit bist du mit deinem Aufsatz? Auch ich fange heute Abend damit an. Dann hast du dich also schon entschieden. Ey! Guck mal, Papa, der hat's aber eilig. Halt! Stehen bleiben! Das sieht aus wie ein Banküberfall. Meinst du? Entschuldigung, mein Junge, ich brauch mal kurz dein Rad. Komm. Hey, mein Fahrrad! Ja, mit Riva! Oh, hör auf! Hey, pass auf! Was soll das? Weg da! Auf den Weg!
Was wollen Sie denn von mir? Klasse, Papa. Ja, also Papa will mich, gibt's nur einmal. Ich weiß, Papa. Du rückst sofort das Geld raus, das du der Bank entwendet hast. Entwendet? Ich hab doch nur Geld abgehoben. Ach, abgehoben? So nennt man das heute. Ist ja sehr witzig. Felix, ruf sofort die Polizei. Ja. Nein, warten Sie. Keine Polizei. Sie haben doch eben der Sparkasse Geld abgehoben. Ja, und ist es ein Verbrechen? Aber nein, Sie haben nur vergessen, Ihr Geld mitzunehmen. Ach, tatsächlich? Heißt das, der Bankräuber ist gar kein Bankräuber? Aber nein, wie kommen Sie denn darauf? Ich hab's so furchtbar eilig, da habe ich nicht aufgepasst. Sie haben zwar im wahrsten Sinne des Wortes Tomaten auf den Augen, aber trotzdem danke. Wenn Sie mich nicht wie ein Irrer verfolgt hätten, dann wäre das Geld jetzt futsch. Gandhi, wäre das nicht passiert. Einen wunderschönen guten Tag. Oh Gott. Ein Blumenstrauß für Johnny und Edwina Freitag. Und von wem? Von einem Herrn Paul. Können Sie gleich wieder mitnehmen. Die Rechnung auch, ich zahle nichts mehr. Ja, der ist schon bezahlt. Bitte schön. Einen schönen Tag noch. Okay, danke. Guten Morgen, Frau Doktor. Na, schon wieder Blumen? Was haben Sie denn diesmal gekostet? Ja, überhaupt nichts. Oh, oh. Na, wo ist denn da der Haken? Liebe Edwina, liebste Johnny, war schön bei euch. Leider Reportage, Addis Abeba, hasse Abschied nehmen. Deshalb auf Wiedersehen, nächstes Mal umarmt euch Paul. Na Donnerwetter, jetzt ist er weg. Von jetzt auf gleich. Ja, darin war er schon immer sehr gut. Ich konnte ihn sowieso nicht riechen. So, ich bin soweit. Wir können los. Lieb von dir, dass du Johnny mit zur Schule nimmst. Ihr Fahrrad hat immer noch einen Platten. Mach ich doch gerne. Zumal heute ja ein wichtiger Tag ist für die beiden. Ach ja? Wieso? Naja, soviel ich weiß, müssen Sie heute Ihre Aufsätze abgeben. Ah, stimmt ja. Ah, das meinst du. So, jetzt könnt ihr ja ruhig verraten, für wen ihr euch als Vorbild entschieden habt. Also, wenn es euch so brennt interessiert, dann könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Ja. Ja. Lass mich raten, Martin Luther King? Nö. Doch Mahatma Gandhi? Auch nicht. Hier, lies mal. Mein Vorbild ist... mein Vater. Gerade weil er nicht so vollkommen ist und immer wieder Fehler macht. Mein Vater ist ein super Vater. Ist das wahr, Felix? Logo, du hast mir gezeigt, wie ätzend das ist, wenn jemand absichtlich auf Vorbild macht. Ah ja, hast du das gemerkt? Na, Elli, bist du denn gar nicht neugierig, wer mein Vorbild ist? Aber Schatz, das weiß ich doch längst. Hier steckt das Obst ein. Lies es erstmal. Mein Vorbild ist... meine Mutter. Aber Johnny, ich dachte, du wolltest deinen Vater nehmen. Ich hab's mir anders überlegt. Oder glaubst du, ich weiß nicht, wer die ganzen Geschenke bezahlt hat? Und dass es in Afrika keine Tiger gibt? Das hast du alles gemerkt? Na, Logo. Danke, dass du uns Paul erspart hast. Mein Schatz. Wenn wir jetzt nicht fahren, kommen wir zu spät. Hier, steck das ein und du nimm das Obst mit. Na, was sagst du zu unseren Kindern? Hm? Großartig, die checken alles im Gegensatz zu uns. Moment mal, ich weiß auch genau, was läuft. Ja, gerade du kriegst doch immer gar nichts mit. Hör mal, du musst nicht mal von dir auf andere schließen, ja? Aber Liebling, dass ich dir gesagt habe, Palais, also ich glaube, wir müssen unsere Aufsätze wieder ändern. Nein!